Selam aus Alanya, einen wunderschönen guten Morgen. Ich darf jetzt gerade wieder mit der vierten Klasse von der Waldorfschule einen Ausflug machen und begleite die als Elternteil. Und heute besuchen wir die Olivenölfabrik, die es hier in Alanya gibt. Das Besondere ist hier, dass verschiedene Verfahren gemacht werden, wie Olivenöl hergestellt wird. Und ich möchte euch zeigen, was es Besonderes hier in Alanya gibt. Gerade hier diese Olivenölfirma ist die einzige, die es hier in Alanya gibt. Und alle Landwirte mit ihren Olivenbäumen kommen dann zur Ernte in diese Fabrik und stellen dort ihr selbstgepresstes Olivenöl her. Und es ist mir eine Freude, euch das auch nochmal zeigen zu dürfen. Und natürlich auch eine tolle Erfahrung auch für die Kinder, woher eigentlich das wertvollste Öl herkommt. So, und wie man hier sieht, wird in Alanya gerade sehr kräftig gebaut. Es entstehen wie Pflanzen jeden Tag neue Gebäude. So fühlt sich's an. Es ist auch ein ganz ruhiges Gebiet hier gewesen, aber man sieht schon, wie Alanya wächst, stetig wächst. Deswegen werden auch ganz viel Rohbauten verkauft. Ganz oft, bevor die fertig sind, sind eigentlich so gut wie alle schon verkauft. Und deswegen läuft es auch sehr gut, sie im Rohbauverfahren zu kaufen, weil es dann einfach günstiger ist und weil es sonst weg ist. Ja, und die Lage ist halt auch nochmal wichtig, das ist jetzt alles auch in der Nähe von der Waldorfschule. So, als wir fast vor 2 Jahren hergekommen sind, hatte Alanya 333.000 Einwohner. Mittlerweile ist es offiziell bei 370.000 Einwohner. Ich glaube aber, dass es mehr sind. So, und wir fahren jetzt hier zu der Babaoğlu Zeytinyağı Fabrikası, zu der Olivenfirma. Habe ich vorhin mal geschaut, woher stammt eigentlich das Wort Olive? Das ist aus dem Lateinischen und heißt übersetzt sowas wie der Ölbaum. Da sieht man draußen auch schon ganz viele Landwirte, die eben ihr Öl pressen lassen. Und es gibt verschiedene Öl- bzw. Olivensorten, Reife und auch Qualität. Und es heißt, umso älter der Olivenbaum ist, umso mehr Ernte gibt er und umso qualitätvoller ist er. Also ist die Olive an sich. So, wir sind da. Thank you.
aus der Olivenölfabrik und jetzt gehen wir weiter mit der ganzen Klasse Gözleme essen. Und hier Richtung Dimçay'ı, das ist ja auch in der Richtung, wo wir leben. Da geht es jetzt zum Çıtır Gözleme, das ist sehr bekannt hier. Und das zeige ich euch dann auch gleich im Anschluss. Die Landschaft hier ist wunderschön. Das ist hier echt alles. Die Berge, das Taurusgebirge, das Meer, wunderschöne Natur. Jetzt fahren wir hier gerade in Kuziaka, ins Kuziaka-Dorf. Und hier gehen wir dann gleich zum Gözleme essen. Ein sehr, sehr schönes Dorf hier. Sehr natürlich, total unberührt aus, eine wunderbare Landschaft, also sehr empfehlenswert. Wenn du hier Alanya erkundigen möchtest, komm auf jeden Fall auch in das Dorf Kuziaka. Mal schauen, wie hier das Gözleme schmeckt. So, jetzt sind wir gerade in Dimbaraje und das ist total schön. Und hier ist auch der Gözlemeci. Muss noch schauen, wie der hier heißt. Es ist atemberaubend schön, diese Landschaft. Unterwegs hierher musste ich nochmal daran denken, wie der Prophet Dawud, der Prophet David, Gott fragte: Gott, warum hast du die Erde erschaffen? Und Gott antwortete: Ich wollte mich zeigen. Und das sind so Momente, wo ich dann sage: Ja, das ist göttlich. Wunderschön. İş yerinizi seviyor musunuz? Bu manzarayla ben de severdim. Wow. Öğrencilerimiz için, geleceğimiz için bu bir siparişmiş. Sağ olun, teşekkürler. Allah razı olsun. Şimdiden ellerinize sağlık. Evet.